Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den News der Woche. Ich bin's, euer Sebastian, und in den nächsten Minuten werde ich euch mal so die Ereignisse der letzten Woche präsentieren. Und wie kann man denn eigentlich so eine News der Woche-Episode besser anfangen als mit einer kleinen Dosis unnützem Wissen? Wusstet ihr, dass eine Suchanfrage bei Google genauso viel Strom verbraucht, wie eine Energiesparlampe benötigt, um eine Stunde lang zu brennen? Da überlegt man sich doch zweimal, ob man eine Suchanfrage abgibt. Nein, Scherz, natürlich nicht, aber das ist schon echt beeindruckend und erschreckend irgendwie zugleich. Und als ich das gelesen habe, musste ich auch lachen. Die Wahrscheinlichkeit, am Vortag der Lottoziehung zu sterben, ist 1835 mal höher als die, den Jackpot zu knacken. Ja, da spricht mal wieder einiges dafür, dass man mal wieder mit dem Lottospielen anfängt, ne? Nein. Ja, das war's mit dem unnützen Wissen. Nächste Woche gibt's wieder was am Anfang der nächsten Episode. Und nee, oder wenn ich ganz gute Laune habe, wenn ich ganz gut drauf bin, gibt's am Ende dieser Episode auch noch ein bisschen unnützes Wissen. Okay, fangen wir jetzt aber an mit den News der Woche. Und den Anfang macht mal eine ziemlich komische und na was eine seht selbst. Nun ja, ihr habt ja gerade mit Sicherheit gehört, dass ich gerade so ein bisschen schockiert war oder besser gesagt nicht so die richtige Wortwahl benutzen konnte. Denn eine 15-Jährige, ne, also ich betone das jetzt nochmal hier, eine 15-Jährige, ne, sprich weibliche Person, das möchte ich jetzt nur mal so ganz am Rande anmerken, hat ihren Eltern Schlafmittel in einen Milchshake getan, damit sie länger ins Internet kann. Ja, und zwar die Vorgeschichte sieht so aus, dass die Eltern von dieser 15-Jährigen schalten ihr immer um 22 Uhr das Internet ab. Na, sprich, dann kann sie nicht mehr ins Internet kommen. Und da hat sie sich jetzt mal gedacht, ich möchte aber gern länger ins Internet. Und da hat sie ihren Eltern einen Milchshake geholt. Ja, also sie ist freiwillig nach draußen gegangen und hat ihren Eltern einen Milchshake geholt und hat in diesen Milchshake Schlafmittel reingetan. Ne? Schlaftabletten oder was auch immer für ein Zeugs. Und ja, die Eltern haben das getrunken. Die Eltern haben später auch ausgesagt, dass der Milchshake ein bisschen körnig geschmeckt hat. Ja, das liegt wahrscheinlich an dem ganzen Schlafmittel, das da drin war. Und ja, dann sind die Eltern halt eingeschlafen. Und als sie um 1 Uhr morgens aufgewacht sind und sich ja nicht irgendwie nicht so ganz wohl fühlten, haben sie sich dann einen Drogentest bei der örtlichen Polizeiwache geholt. Dieser Drogentest fiel positiv aus. Und ja, darauf hat die Tochter gestanden. Naja, oder wie man das auch immer nennt, sie hat es gebeichtet. Und ja, darauf hat, das muss man sich jetzt auch echt mal durch den Kopf gehen lassen, darauf haben die Eltern ihre Tochter wegen Verschwörung und absichtlichem Vermischen von Medikamenten mit Nahrungsmitteln angeklagt. Ja, die Eltern haben ihre Tochter angeklagt. Sicher, dass man seinen Eltern Schlafmittel irgendwo reinmischt. Ja, das ist natürlich eine Sache. Aber dass dann die Eltern auch noch ihre eigene Tochter anklagen, das kann es eigentlich nur in Amerika geben. Also, da steht jetzt zwar in der News nicht, wo das passiert ist, aber ich tippe da mal ganz klar, dass das in Amerika passiert ist. Und ja, da kann ja auch eine Mutter ihr Baby anklagen, weil sie zu viele Schmerzen bei der Geburt hatte, ja. Und das wird mit Sicherheit beim Gericht in Amerika auch durchkommen. Na gut. Ob das moralisch vertretbar ist, ich glaube, da können wir uns alle selber Gedanken zu machen. Wir machen jetzt mal weiter und zwar mit einer Neuigkeit zu GTA 5. Ihr kennt ja mit Sicherheit alle die Kette Saturn. Und vor einiger Zeit, also vor ungefähr einer Woche, hat Saturn auf ihrer Website dargelegt, dass GTA 5 am 15. März 2013 erscheinen wird. Nun ja, diesen Eintrag haben sie ganz schnell wieder aus ihrer Webseite gelöscht. Allerdings hat Amazon vor einiger Zeit auch schon bekannt gegeben, dass GTA 5 anscheinend wohl im März dieses Jahres erscheinen soll. Also deutet im Prinzip alles momentan darauf hin, dass es ja nun ja im dritten Monat dieses Jahres endlich was wird. Dass GTA 5 erstmal rauskommt in dem Monat. Für PC ja leider nicht. Das hat Rockstar Games ja schon gesagt. Aber meine Meinung dazu ist, jetzt mal ganz ehrlich, wenn Rockstar Games GTA 5 mal irgendwann so im März oder so rausbringen wird oder will, dann sollten sie das mal langsam ankündigen, denn
Rockstar hat doch mit Sicherheit eine ganz, ganz große Marketingkampagne vor, das mit GTA 5 vor, sodass GTA 5 wieder riesig gehypt wird und wieder ganz viel in den Medien zu sehen ist, wie einst zuvor schon GTA 4. Und nun ja, alles, was wir machen können, ist eigentlich die Ohren steif zu halten und hoffen, dass es dann endlich mal bald rauskommt und hoffentlich auch für den PC. Des Weiteren gibt es auch einige Details zu den Radiosendern, die man in GTA 5 hören wird. Denn der Elektro- und Haus-DJ Kavinsky hat jetzt via Twitter bekannt gegeben, dass eines seiner Musikstücke auf dem Radiosender Night Ride FM zu hören sein wird. Weitere Details gab er nicht bekannt, aber es wird ganz, ganz sicher wieder schöne Musiksender geben und Radiosender natürlich, ist ja alles das Gleiche. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch richtig drauf. Die Entwickler des Zombie-Survival-Spiels The War Z haben sich ja in letzter Zeit ziemlich viele Lügereien und Betrügereien geleistet, ja, und diese Vollpfosten meinen jetzt allen Ernstes, die können sich noch was erlauben, ja, mein Gott, das ist einfach nur zum Lachen, ja, sie bieten jetzt in Russland, bieten die Entwickler ganz, ganz offiziell ein Ingame-Paket für 2.999 Rubel an, das entspricht ungefähr 75 Euro. Und in diesem Paket sind mehrere Waffen, zum Beispiel die AK-47 oder eine M9 enthalten. Außerdem sind Medipacks dabei, eine Schutzweste und Ferngläser. Und wenn man dieses Paket kauft, ja, dann ich verstehe das einfach nicht, ja. Ich verstehe das echt nicht. Sie haben so viel Scheiße gebaut in letzter Zeit. Ja, die Entwickler, Hammerpoint, Interactive. Ja, und jetzt machen sie auch noch so einen Mist, obwohl sie in den, offiziellen FAQ gesagt haben, ja, und auch sonst überall immer behauptet haben, dass The War Z auf keinen Fall ein Pay-to-Win-Spiel wird. Ja, haben sie jetzt da toll gemacht. Ich meine, andererseits, wenn dann irgendwelche bekloppten Russen, ja, sich das Paket kaufen, ja, dann haben sie eine super Sache, haben sie alle möglichen super Sachen. Ja, dann spielen sie 5 Minuten, werden abgeknallt, ne, und stehen dann wieder leer da und haben 75 Euro zum Fenster rausgeschmissen. Ja, ob es das wert ist, weiß ich natürlich auch nicht, aber ganz ehrlich, Hammerpoint Interactive, ihr könnt mich echt mal an der Kimme knutschen, wirklich. Da fehlen mir echt die Worte. Ich warte ja immer noch schön auf DayZ, ne, in meinen Augen das richtige Zombie-Survival-Spiel. Und ja, das kommt jetzt ja leider nicht mehr im Dezember raus, ne? Das müsste jetzt ja irgendwann in nächster Zeit mal rauskommen. Aber naja, wenn ich Alex oder Justus überreden kann, dass wir, dass einer von den beiden, oder wenn nicht sogar beide, sich auch DayZ das Standalone holen, dann wird es auf jeden Fall ein Let's Play dazu geben auf dem Kanal hier. Boah, machen wir mal weiter. Und zwar mit einer kleinen New zu einer Frostbite-Engine. Und zwar denkt der Entwickler BioWare, das sind unter anderem die Entwickler, die auch Dragon Age oder Mass Effect gemacht haben, die denken ernsthaft darüber nach, alle Spiele, die sie nächste Zeit rausbringen, mit der Frostbite 2 Engine zu machen. Zum Beispiel könnte dann Dragon Age 3 Inquisition, das im vierten Quartal 2013 erscheinen soll, und auch Mass Effect 4 auf dieser Engine basieren. Die haben sich jetzt das nun mal so gesagt, ja, das könnten wir ja eventuell machen. Ganz genaue Details haben sie dazu noch nicht verleuten lassen. Aber ich schätze mal, das sieht wohl ganz gut aus. Ich meine, es ist natürlich auch eine hammergute Engine, ne? So Battlefield 3 sieht, ganz schön schnuckig aus. Weiter geht's mit einer ziemlich drastischen Maßnahme. Und zwar hat ein besorgter Vater in China bezahlte Kopfgeldjäger auf seinen Sohn gehetzt, damit der sich vom WoW-Spielen, nun ja, sozusagen loslöst und einen Job sucht. Ja, natürlich nicht richtige Killer auf ihn draufgesetzt, sondern Ingame-Killer, die ganz, ganz hoch Level, die Charakter mit sehr, sehr hohen Level haben. Und die hat er bezahlt, damit die immer wieder seinen Sohn töten, damit der die Lust an dem Spiel verliert. Und zwar hat er das aus dem Grund gemacht, da sein Sohn einfach keine Arbeit haben möchte. Zumindest denkt das der Vater. Und darauf soll er halt die Lust am Spiel verlieren und sich endlich einen Job suchen. Der Sohn sagte aber nachher zu seinem Vater, dass
dass er doch eigentlich nur einen Job haben möchte, der ihm auch wirklich Spaß macht. Also er möchte einen Job haben, aber er möchte halt auch einen haben, den er, an dem er Spaß hat. Und darauf zeigte sich der Vater dann erleichtert. Ja, ich denke mal, alle jegliche Kommentare zu diesem Beitrag unterlasse ich jetzt einfach mal und mache einfach mal mit dem nächsten Thema weiter. Wenn man auf Facebook einen Beitrag schreibt und irgendeinen Link hinzufügt, dann kann man ja auswählen, dass man so ein kleines Miniatur-Vorschaubild haben möchte. Ne, dann sieht man halt unter dem Beitrag, den man gepostet hat, halt noch so ein kleines Miniaturbild, das ja die Website zeigt, mehr oder weniger. Und jetzt haben die Anwälte einer Fotografin, ja, dieses Originalbildes oder eines Originalbildes, das irgendein User auf Facebook gestellt hat, so ein Miniaturbild, haben diesen User abgemahnt. Und zwar, die haben Schadensersatz und Kosten in einer Höhe von 1746 Euro geltend gemacht. Das heißt, dieser User muss, weil er so ein kleines Bildchen dabei reingefügt hat, ja, also weil er nicht auf diese kleine Checkbox da kein Miniaturbild geklickt hat, muss er diese Abmahnung zahlen. Denn im Prinzip sind alle Bilder, die einer macht, die so ein Fotograf zum Beispiel macht, sind urheberrechtlich geschützt. Und wenn man die öffentlich auf Facebook teilt, dann kann das wirklich ein Urheberrechtsverstoß sein. Ja, und da kann man jetzt natürlich jetzt drüber philosophieren, dass es in nächster Zeit wahrscheinlich häufiger sowas passieren wird, denn das ist da mit Sicherheit eine ganz, ganz große Goldquelle für die ganzen Abmahnanwälte. Also Leute, ein kleiner Aufruf am Ende. Klickt am besten diese kleine Checkbox kein Miniaturbild an, wenn ihr irgendeine Statusmeldung postet. Na, das kann jetzt natürlich auch alles nur ein bisschen Panikmache sein, aber ich denke mal, sicher ist sicher und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, und hier sind wir auch wieder am Ende angelangt. Und wie ich eben schon mehr oder weniger versprochen habe, gibt es jetzt hier auch nochmal eine kleine Dosis unnützes Wissen. Ja, und zwar 1,3 Kilogramm Nutella decken den Tagesbedarf an Vitamin B6. Also Leute, schiebt euch mal eben schnell 1,3 Kilogramm Nutella rein, dann braucht ihr an dem Tag kein Vitamin B6 mehr zu euch nehmen. Ja, und mit diesen Schlussworten verabschiede ich mich jetzt und ich wünsche euch noch eine ganz, ganz schöne Woche. Ja, Ferien sind jetzt also langsam vorbei, morgen ist wieder erster Schultag, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen. Ja, wir sind ja auch noch alle Schüler und freut euch schon mal drauf auf die Schule. Nein, freut euch nicht drauf, ich habe da auch keinen Bock drauf. Naja, okay, dann macht euch trotzdem eine schöne Woche, obwohl Schule ist und wir sehen uns dann entweder hier auf dem Kanal, in den nächsten Videos, in den nächsten paar Tage oder nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, News der Woche. Bis dann, mach's gut, ciao, ciao.